meat, that sweetness in the air, that's because there's a lot less fake hippies in the world. A lot less trust fund, tie-dye, corporate-sponsored fuckwads, and a lot less of their shitty drugs! Phase two is underway! We just need a couple more things to get this show on the road. Come by for the details! Fresh meat. Destination, humane waves. Let's go. I'm 30 minutes away. With those peace and love losers gone, we are on track to take over the whole industry. But we might need a few professional-grade precursor chemicals for the old lab setup. What's a precursor chemical, Dex? Oh, great question, Fresh Meat. Physician for the bird stuff. Lab Rat! Get over here and tell Fresh Meat what a precursor chemical is. Hey, this thing on? Okay, my friend, precursor chemicals. The building blocks. I'm a special lecture on organic chem and just say acids, not meth, you know what I mean? You need more than a grocery store to make the magic happen. Most of the chems are pretty rare and they're on the government's blacklist. You can't buy them without a DEA looking over your shoulder. So, we gotta steal them. That's right. And when it comes to high-quality, federally prohibited chemicals, Humane Labs is the only store in town. Now, you're the kind of person with some hacking tools, right? Once you get through the door, we're gonna need some kind of intel on their inventory. Send a pic to Lab Rat, and we'll take it from there. Ich habe immer die Hoffnung, ich könne das hier sneaky erledigen, aber bin wohl etwas naiv. Once you're at Humane Labs, hack your way in. Needless to say, the shadiest shit state-funded biological research lab is well guarded. Stay low if you can. So, jetzt mal schauen, wo ist das Tastenfeld? Dort im mittleren Bereich, aber nicht hier hinten, sondern im
Nein, ist okay. Ja, schwierig, schwierig. Okay, hier kann ich nicht rein. Muss zum Ladebereich. Over!
jackpot. Lab Rat just found the mother load. There's a bunch of super pure precursor chemicals heading south on a train, along with this pretty rad looking truck. Keep grabbing what you can. I gotta come up with a new plan. So, haben wir das? Attention Team, we have a new plan. We're gonna stop that train right now. And by stop, I mean we're gonna cause a massive fucking crash. I'm sending you the location for the switching station. Get there as fast as you can. This bitch is going fast! Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Ist schon rot, es ist schon rot. Ja, fehlgeschlagen. Ja, scheiß mich doch an, das ist... Ich muss nach oben, ich muss nach oben.
Na, also geht doch. Ja, also jetzt reagiert es wieder so der Bug, dass man zweimal hinlaufen muss.
Ja, scheiße. Mann, warum macht er nicht, was ich ihm sage? Spannende Mission, ja, geht. Eine gute Idee, einfach wieder, ja, es darf einem kein Fehler passieren, sonst ist man fucked. Zum Glück muss man nicht alles neu spielen. Sondern nur völlig unnötig da wieder hinfahren. Die lasse ich mal, solange er nicht auf mich schießt. Diese Spielautomatismen, die ich hasse, ich mache es alles heimlich, still und leise, trotzdem werde ich beschossen. Also. So zum Kotzen, wirklich. Thank you.
Oh, los geht's. Exakt dasselbe Fahrzeug wie der Terabyte. Da hat Rockstar wiederum Recycling gemacht von Programmcode. Recycling von Objekten. Das Böse? Nein, ist nicht böse, ist nur faul. Und langweilig für die Spieler. Also ja, ist immer dasselbe. Steuert sich auch immer noch genau gleich schlecht, das Fahrzeug. Es haben nicht mal neue Eigenschaften da rein programmiert oder so. Und das finde ich etwas schwach, wirklich, jetzt mit dem Fahrzeug. Auf den müssen wir nicht auch noch kaufen, da. Für teuer Geld nochmals ein Terabyte kaufen, sozusagen.